Heute, was geht ab, Leute, Hunger? Es ist Sonntagmorgen, Event läuft im vollen Gange. Hab's auch bisher gut ausgenutzt, waren die letzten paar Tage nur auf Lavita-Jagd, auch bekannt als Lavitour seit neuestem. Die Fänge werdet ihr hoffentlich demnächst irgendwie sehen. Muss auch schauen, wie ich das Material verwende. Ansonsten findet heute am Schloss Oberschleißheim, eine kleine Logmodul-Party statt. Ab 15 Uhr. 6 Stunden lang bis 21 Uhr werden dort alle 11 Module gezündet. Schaut vorbei, ich werde auch vorbeischauen. Es wurde groß auf Facebook angekündigt, also hoffentlich sind viele Leute am Start. Bin echt gespannt, wie viele kommen. Das werden wir uns mal abchecken, anschauen und ansonsten möglicherweise danach, davor, ein bisschen noch auf Tour gehen, noch mehr Lavita jagen. Ich kann das Event nicht voll ausnutzen. Ich versuche da und hier und da mal ein bisschen was zu machen, aber es hat zum Glück gereicht, dass ich zwei gute Lavitas gefunden habe. Und die werde ich für euch heute auch entwickeln. Das machen wir, glaube ich, jetzt. Also normalerweise macht man ja sowas am Ende des Events als Abschluss, Review, was man so alles während des Events gefangen hat, bekommen hat, so als Highlight. Ihr könnt hier sehen, ich scroll runter, nur Lavitas. Also langsam wird der Beutel zu voll mit Lavitas sogar. Und ihr wisst, ich habe bisher kein gutes bekommen, das ich hätte entwickeln können, aber jetzt habe ich zwei. Zwar ein 98er und ein 93er. Und ich hatte 500, über 500 Bonbons. Das Video kam relativ gut an. Jetzt habe ich 866, fast 1000. Also ich hätte gern die 1000 noch geknackt, aber das wird leider jetzt nichts mehr, da ich die entwickeln werde. Das ist der richtige. Ja. Erstmal der 98er. Ihr wisst, ich lege großen Wert auf Staub. Und der ist eigentlich bisschen zu schwach. Klicken wir erstmal drauf. Der ist eigentlich ein bisschen zu schwach, um ihn zu entwickeln. Also wenn ich. Der war Level 18, glaube ich. Und Trattini-mäßig 98er zum Beispiel. Habe ich auch sehr, sehr viele. Und klicken wir drauf. Und da werden Level 18er zum Beispiel so gar nicht entwickelt. Ich habe einen entwickelt, der war Level 30 und der andere war Level 27, 26, glaube ich. Aber Lavita ist halt viel seltener. Deswegen muss es leider so sein. 1360 Iron Tail Fire Blast. Leider nicht gut. Und der wird jetzt auch leider gemaxt. Weil der halt einfach 98 ist und nicht die Bonbons habe. Und los geht's. Bevor wir den ganz maxen, entwickle ich, glaube ich, erstmal den anderen. Der ist 93, aber Level 30. Also der ist super saftig. Der andere war nur saftig, aber der hier ist super saftig. Level 30, so gefällt es mir. Staub und Bonbons sparen. Los geht's. Alter, das Pupita ist bereits stärker als das Despotar von vorhin. Echt traurig. Und weiter geht's. So, schauen wir mal, was wir bekommen. Zweite Despotar. Bis Fireblast schon wieder. Egal, wird gemaxt. Über 3000 direkt. Echt super saftig. Den könnte man eigentlich so lassen. So. Da haben wir den ersten. Den maxen wir mal jetzt schnell. Dann können wir auch vergleichen, wie groß der Unterschied ist zwischen. Was war der? 98, 97, irgendwas. Also 4, irgendwas Prozent. Können wir sehen, was der Max-CP-Unterschied dann ist. Und wie viel der hier kosten wird. So, das war es knapp unter 3,6 hat, aber ich weiß gerade gar nicht, wie viel Bonbons hatte. Wir haben 100, 250 für Ding verbraucht, 600, bisschen mehr als 100 und Staub auch 120.000, glaube ich, um so ungefähr sowas ist in Ordnung. So, dann kommen wir auch zum Teugen und dann sehen wir auch den Unterschied.
Das dauert jetzt ein bisschen länger. Ich habe mal die Kamera gehabt, das dauert glaube ich zu lang. Das ist fast bei der Hälfte, oh mein Gott. Und dann sehen wir uns, wenn der fast max ist. So, ich habe ihn jetzt gepusht. Er ist immer noch schwächer als der andere, ohne gepusht zu werden. Habe jetzt bereits sehr, sehr viel Staub verloren. Hatte der andere. Und ich bin bei weitem noch nicht zu Ende. Bonbon-technisch wird sogar knapp, also. Echt ein teurer Spaß. Bei weitem teurer als ich dachte. Aber geht schon. Unter die 5 Millionen gewirtscht. Das ist kein Problem. Weil das eh schon zu viel war. Wir wollten ein 5 Millionen Video machen. 5 Millionen Staub. Aber hatte keine Zeit dafür und seitdem bin ich sogar weit über die 5 Millionen. Aber jetzt können wir wieder eins machen. Das hört echt nicht auf. So, langsam haben wir es. Nur noch ein paar Mal. Der kommt über die 3,6. 3609. Hat mich der allein. Warte, wie viel war das? 100? 250.000 gekostet, der allein. Und Bonbons habe ich über 600. Wie viel? Warte, 850 hatte ich. 630 habe ich verbraucht. 630, 250 davon. Also 400 allein für Pushen, 250 für Entwickeln. In den ging, glaube ich, beinahe 300 rein, in den anderen nur ein bisschen mehr als 100. Also starker Unterschied. Und WP-technisch sind es nur 16 Unterschied. Da könnt ihr sehen, ob es euch wert ist für 16 WP Unterschied am Ende so viel mehr Staub und so viel mehr Bonbons zu investieren. Ist auf jeden Fall ein Luxus, also war schon teurer Spaß, teurer als erwartet, aber hat sich gelohnt. Über 3,6 ein Pokémon, super saftig. So, das war's. Zwei Despotar Max gepusht. Eins über 3,6, das andere leicht drunter. Staub- und Bonbon-technisch großer Unterschied. WP-technisch dann am Ende eigentlich nicht, aber muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin später am Schloss, schaut vorbei. Lockmodule sind die ganze Zeit an. Und ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr während des Events bisher so gemacht habt, wie ihr es findet, wie viele Lavita ihr gefangen habt. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne noch, wie es ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.